Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie. So, ich wollte mir die Möbelfabrik anschauen, ob da der Preis jetzt tatsächlich gesunken ist. Wir düsen da eben mal schnell hin. Ich hau ein Tempomat rein, gehe innen rein, schau mir das rostige Armaturenbrett an. Das hätte da ruhig auch ein bisschen überarbeiten können. Nicht nur die Farbe. Naja. So, wo muss ich hin? Hier schon nach links, ne? Ich glaube schon. Da ist schon wieder gerade einer gespawnt und der sofort nach links gelenkt hat. Ich glaube, ich habe den tatsächlich kaputt gemacht. Diesen Typ Fahrzeug. Beziehungsweise der war davor schon kaputt. Mir ist es nur aufgefallen. Also Pickup läuft genau 59. Wenn ich selber Gas gebe, läuft auch 59, aber vielleicht den Berg runter etwas schneller. Den Berg hoch wird er auf jeden Fall langsamer. Hier geht's aber wieder bergab. Bergab, bergab, bergab. Auch nur 59, okay. Nein, 60. Also die Fahrzeuge-Toplets, ne? Immer noch, nach wie vor, es gilt. Da müssen andere Geschwindigkeiten her. 60 reicht nicht. Das geht nicht, das muss schneller sein. Das ist ein Pickup, der läuft mindestens 120. So, Möbelfabrik. Ja, ein bisschen was ist hier auch gegangen. Es wäre wohl auch irgendeine von diesen Maschinen kaputt gewesen, die nicht richtig funktioniert hat. Ja, wenn ich sowas schon sehe. Zwei USB-Platten auf einmal. Ist ja klar, dass das nichts wird. Und hier wäre irgendwas mit dem PC gewesen. Der hätte auch nicht ganz funktioniert. Ja, tatsächlich. 199.000. Ja, also das Update ist da. Wo ist die Kettensäge? Möbelhaus wahrscheinlich nicht. Vielleicht Baumaterialien? Nein, hier beim... Hier, glaube ich. Ja, ich glaube, hier war die Rede bei diesem Typ da. Mit dem kann man auch quatschen und bei dem kann man, glaube ich, auch was kaufen. War das nicht so? Ach, da spinnt er wieder. So ein blauer. Da ist er jetzt gerade auch wieder gespawnt. Der Fahrer fällt schon schier raus. Der fährt in die Bushaltestelle rein. Naja. Hier unten beim Sägewerk. Da steht dieser eine Arbeiter. Dieser Sägewerkarbeiter. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt. Handbremse. Ach, hier gibt es keine Handbremse. Stimmt. Da, der Typ da. Den meine ich. Hupen kann ich auch nicht, ne? Nein. Hupe gibt es ja auch nicht. Achtung, Typ. Hier komme ich. Also, bei ihm kann man wohl auch Sachen kaufen. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute. Wir sind hier alle beschäftigt. Was ja, ich sehe es. Ihr steht den ganzen Tag nur rum. Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? Erik. Da sind die Setzlinge. Sind jedes Mal 500 Stück oder kostet einer so viel? Nein, der hat 500 von jedem. Einer kostet 8,24 Euro. Oh Mann. Ganz schön teuer, diese Bäume. Stimmt, das hatten wir schon mal. Ah, ja, genau. Da war ich schon mal und habe mir das angeschaut. Der hat auch die alte Kettensäge. Die sehen alle gleich aus. Es scheint aber eine... Kann man hier nicht... Gibt's hier nicht... Patch Notes? Nein. Verdammt. Also. Oder kommt die erst noch? Aber sie ist doch... Die ist schon...
die sägt schneller und präziser. Und dieser Radius ist irgendwie kleiner. Irgendwie sowas. Aber wo ist die denn dann? Sag mal. Hör mal, wo gibt das denn die dann da, du? Sollen wir mal hier hochfahren? Aber Baumateriallager, nee. Hier waren wir. Da waren wir. Ne. Haben alle abgeklappert. Naja, egal. Wir brauchen noch mehr Geld. Kann der jetzt mal aufhören, hier zu spawnen? Schon wieder. Spawnt hier mit kaputter Lenkung. Tempomat rein, zack, und da beschleunigt er wieder hoch. Auf 60, 59. Naja. So, ich weiß jetzt immer noch nicht. Storch, geh. Psst. Wie wir an Sozialpunkte kommen. Irgendwie müssen wir an Sozialpunkte kommen. So. Meine Nase. Mein Bart kitzelt so an der Nase, das gibt's gar nicht. Ja. 58.900 von 67.000. Oder aber 67.000 Sozialpunkte. Da haben wir schon 62.000. Du musst deinen Onkel auszahlen. Belohnung 30.000 Sozialpunkte. Oha. Ich habe aber keine 200.000, um meinen Onkel auszubezahlen. Halt. Aussteigen. ...249.000 brauche ich noch. Das heißt, ich könnte jetzt alles weg und dann aber alles bezahlen. Und dann sind wir richtig, richtig, richtig arm wieder. 3000 Liter Kraftstoffauflage. Oh, genau. Das ist ja cool. Genau 3000 Liter. Ja, schade. Öffnen, aktivieren. Ah ja, das Fenster. Schön. Fenster zu. So. Gut. Finde 11 verlorenes Schafo. Hinfahren oder hinlaufen? Also mit dem Bus. Hier ist eine Bushaltestelle. Die sind immer an Bushaltestellen. Wir fahren mit dem Bus. Wir könnten theoretisch auch unseren Pickup verkaufen. War das hier? Hier, ne? Ich hätte es mir markieren sollen. Hier hinter war das. Da müssen wir durch den Fluss schwimmen. Ja. Egal. Packen wir. Das packen wir. So, die haben wir gebaut. Das war toll. Das hat Spaß gemacht.
So eine Runde schwimmen gehen, kein Problem. Außer ich komme irgendwie nicht weiter wegen weil ich weiß nicht. Okay, das war nur. Da ist es wieder. Ich will nicht wieder durch die Map fallen. Schwimmen wir drauf zu? Ich werde etwas hungrig, deswegen schwimme ich vielleicht so kacke. Kann ich im Wasser essen? Erdbeerchen. Ja, geht. Sehr gut. Ah, Moment. Ich trinke jetzt einmal diesen Fuchstrank. So, zack. Jetzt kann ich bestimmt doppelt so schnell laufen. Jetzt habe ich... Nein, was mache ich denn da? Nicht Steam Overlay. Da ist ein Fisch. Gut, ich laufe unter Wasser. Warum nicht? Hier komme ich nicht weiter. Fisch kann ich nicht nehmen. Ach, Spiel. Wir sollten einfach durchhalten. Ach, Spiel, das ist doch kacke. Ich habe meine eigene Meinung. Das sind nur Worte. Kann ich mich zurücksetzen? Wird es jetzt anders sein? Die Leute sagen eine Menge Dinge. Das ist Wasser. Warum komme ich denn nicht aus dem Wasser wieder raus? Wieso ist das denn so? Wieso bin ich überhaupt hier reingekommen? Unter das Wasser. Ich bin auch nur geschwommen. Das ging doch bei Farmers Dynasty auch. Wieso geht das nicht mehr? Was habt ihr denn gemacht, um Himmels Willen? Ich muss hier doch irgendwie wieder rauskommen. Ich bin auch reingekommen, da muss ich doch auch wieder rauskommen. Ich will doch hier nicht den ganzen scheißverdammten Fluss ablaufen. Komm schon, wer reinglitschen kann, der kann auch wieder rausglitschen. Ich will nicht nochmal neu laden. Was passiert, wenn ich jetzt hier speichere? Tauche ich dann wieder hier auf? Kann ich wenigstens bitte durch die Map fallen, um wieder irgendwo zu landen? Komm, Loch im Boden, irgendwo. Mann, das gibt's doch nicht. Halt, gerade bin ich durch die Map gefallen. Gerade bin ich ein Stück durch die Map gefallen. Oh, oh. Alter Schwede. Die Kettensäge hat mich gerettet. Habt ihr das gesehen? Leck mich am Arsch, ich war kurz davor. Aber wir haben schon die Sachen gekauft.
die Sachen verkauft. Das geht gar nicht, dann nochmal neu zu starten. Da müsste ich ja nochmal die Sachen verkaufen. Hab ich doch schon immer gesagt. Aber komischerweise ist auch unser Trank da. Unser komischer nicht weggegangen. Ich habe da was ganz anderes gehört. Wer hat? Hier, Grace. Auch schwanger, ne? Nicht jetzt, tut mir leid. Doch jetzt. Dein Schaf. Hallo. Oh, hallo. Was ist da los? Brauchst Hilfe. Du meine Hilfe bei irgendwas? Ich kann meinen Schaf nicht finden. Kannst du mir helfen? Ich habe keine Stimme mehr. Sicher, kein Problem. Plus Gewächshaussetzlinge. 60 Euro. Ja, ah, von mir aus. Sicher, kein Problem. Ist schon okay. So. Verlorenes Schaf. Natürlich ist das auf der anderen Seite. Wo denn auch sonst? Kann ich hier drüber laufen? Das scheint mir ein Steg zu sein, über den man laufen kann. Wird es jetzt anders sein? Ich hoffe, dass es anders ist und ich nicht wieder unterm Wasser strande. Sehr gut. Ding, 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 ding. Ah, da steht der Pritschenwagen. Hallo, ich will den haben. Meine Bretter. Ach, das war... Hä, sind das wirklich meine? Das sind wirklich meine. Die müsste ich mal holen. Das sind tatsächlich meine Bretter. Die könnte ich theoretisch mit meinem Pritschenwagen holen. Wo denn nun? Hier in der Luft oder was? Hä? Ach, jetzt komme ich rüber über die Leitplanke. Sehr merkwürdig. Hier, was ist hier? Du bist kein Schaf. Aber das ist Kraut. Nein, Erdbeeren. Egal, nehme ich mit. Und Pilze für eine leckere Pilzsuppe? Ja, nee. Seltener Angelplatz. Gut. Ist mir egal, ich gehe nicht angeln. Und ich kaufe dieses Waldstück nicht. Schaf, wo bist du? Schafilein. Schafi, Schafilein. Schaf, Schaf, Schaf. Schaf, Schaf, Schaf. Oh Mann, und den ganzen Weg müssen wir dann wieder zurücklaufen. Schafilein. Drei Stück jetzt hier. Schafilein. Oh, Wildschwein. Kein Schaf. Oh, Kräuter. Mehr Kräuter. Erdbeere. Mehr Kräuter. Ich weiß, da hinten ist Schafilein. Ich hab's gesehen. Da steht's. Und da drüben ist ein Dingens da. Ein Vogelfiech. Wie nennen sich die Dinger? Störche. Störche. So, Schafi, komm her. Armes kleines Ding. Satt. Satt wohl Heimweh. Ist schnell gesprochen. Satt wohl Heimweh, soll das heißen. Ja, renn du nur, du Wildschwein. Bestimmt hast du das geschrieben. So, nur her mit die Kräuters.
Also ich weiß ja nicht, habt ihr schon mal ein Let's Play gesehen von Medieval Dynasty? Habt ihr da schon mal ein Let's Play gesehen? Ich habe es mir auch überlegt, ob ich es mir holen soll. Aber irgendwie hatte ich dann genug Eisen im Feuer für den Moment. Dann habe ich gesagt, nee, das verschiebe ich mal noch. Und ja, Mittelalter ist jetzt auch nicht mehr so mein Ding. Es hat zwar bei Dingens ganz Spaß gemacht, bei Kingdom Come Deliverance. Aber jetzt im Moment habe ich gerade kein Fable unbedingt für Mittelalter. Und Medieval Dynasty, da ist der Mitentwickler Toplitz mit einer polnischen Firma zusammen. Und wenn man Medieval Dynasty anschaut, grafisch und wie es funktioniert, und dann hier reinschaut, grafisch und wie es funktioniert, Laufgeräusche und solche Sachen, dann fragt man sich doch, warum holt ihr euch keine Hilfe? Also soll jetzt kein, soll jetzt nicht böse sein. Das hier ist, da steckt schon Können dahinter. Hier ist ja missionstechnisch und sowas und storytechnisch und so ist hier ja schon recht weit. Und okay, aber die Bugs. Man weiß nie, wie man trauen kann. Und die Grafik ist jetzt auch nicht so berauschend. Und die KI. Also wenn man sich, wie gesagt, Medieval Dynasty anguckt. Oder soll ich eher sagen Medieval Dynasty. Dann ist das schon eine ganz andere Welt. Eine ganz andere Welt. Und das nur, weil ein weiteres Entwicklerstudio daran beteiligt ist, aus Polen? Haben die da so viel eingebracht? Was ist denn dann von euch? Und warum wendet ihr nicht was hierauf an? Und was mich noch mehr interessiert, manche Dinge, die hier überhaupt nicht funktionieren, haben bei Farmers Dynastie schon wunderbar funktioniert. Warum ich werde es niemandem sagen. Ich habe meine eigene Meinung. Ja, das ist meine Meinung. Warum hier nicht? Bei Farmers Dynastie sind einige Sachen schon gefixt worden, die hier immer noch drin sind. Oder wieder drin sind. Ich habe keine Ahnung. Warum? Hallo? Offensichtlich. Zum Beispiel bei Farmers Dynastie haben auch bei jeder Quest die Leute geredet. Ich wusste immer, dass es Probleme geben würde. Und diese komischen Sätze, die da sprechen, man waren weiß da auch nie, nicht. Wem man trauen kann. Oh, es gab tatsächlich noch Sozialpunkte dazu. Niemanden kümmert 63.000. 600 Sozialpunkte, ja gut, das ist jetzt das nicht so viel. Und wir haben Kräutersetzlinge bekommen für unsere Dingens da. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen reparieren. Davon weiß ich nicht. Ich mach mal noch ein bisschen, weil ich glaube, wir kriegen ja für alles ein bisschen Sozialpunkte offensichtlich, wenn es auch nur 600 sind. Und ja, ich schätze, wir haben schneller die Sozialpunkte zusammen als das die weißt Kohle. Du doch gar nicht. Wo laufe ich eigentlich hin? Wo bin ich überhaupt? Was ist überhaupt was? Ja, gut, dann lauf mal halt außen rum, was soll's. Schwer zu sagen. Ah ne, ich kann hier drüber, okay. Offensichtlich. Also ich will ja nicht meckern, ne? Toplitz, aber es sind schon echt störende Sachen dabei. Gerade vor allem das, dass man ab und zu durch die Map fällt oder im Wasser ins Wasser fällt und unterm Wasser läuft. Das wäre schon wichtig, dass solche Sachen sehr schnell behoben sind. Und vor allem, warum gehen andere Dinge, wie zum Beispiel die Tiere? Es soll ja jetzt dann bald Tiere geben. Bei Farmers Dynastie gab es vom ersten Moment an Tiere, Kühe und Hühner.
Warum hier nicht? Habt ihr das alles neu geschrieben, oder? Kann man da nicht irgendwas einfach kopieren? Was ist das denn hier? Ist das ein Feld? Hm. Wo bin ich überhaupt schon wieder? Ah, ich laufe richtig, okay. Also, gut, hier gibt's Schafe. Aber man kann nicht irgendwo in den Laden gehen und Tiere kaufen. Wie bei Farmers Dynastie. Warum ist das nicht da? Das verstehe ich nicht. Das war doch schon fertig. Das war doch bei Farmers. Macht er das bestimmt nicht. Ja, wer macht das dann? Habt ihr das nicht gemacht? Bei Farmers Dynastie? Da konnte man einfach in den Laden für die Tiere und dann konnte man Kühe kaufen oder Hühner oder Tauben. Und hier ist das nicht da. Warum ist das nicht da? Das hätte man doch einfach hier auch einbauen können, weil man hat ja auch einen Stall und ich verstehe es nicht. Warum sind Dinge, die bei Farmers Dynastie schon funktioniert haben, hier nicht mit drin? Naja, egal. Ich will nicht so viel meckern. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Lumberjacks Dynastie. So, bis dahin, macht's mir gut. Ciao.